Mein Name ist Michael Huhn. Heute möchte ich Ihnen gerne als erste Gruppe der barrierefreien Musikinstrumente die Saiteninstrumente vorstellen. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht in der Lage ist, die Töne auf einer Bratsche oder einer Geige abzugreifen auf dem Griffbrett, können wir eine Alternative wählen, zum Beispiel ein Instrument, das pro Ton eine Saite hat, wie dieser Streichpsalter hier. Auf einer Seite die Stammtöne, auf der anderen Seite die Kreuze und Bs. Und man dann mit einer Hand Töne direkt ansteuern kann. Diesen Streichpsalter, oder von den Schülern auch gerne Pizzageige genannt, kann man auch auf dem Tisch liegend spielen und mit dem Rollstuhl den Tisch unterfahren und dann in dieser Position streichen. Hier handelt es sich um ein Akkordinstrument, bei dem man nicht auf einem Gitarrengriffbrett zum Beispiel greifen muss. Man nennt das Bordunleier und kann hier mit Hand zum Beispiel einfach überstreichen. Oder das auch mit einem Plektrum anschlagen. Dieser Autoharp ist ein Instrument, das Ende des 19. Jahrhunderts im Erzgebirge erfunden wurde, dann einen langen Weg angetreten hat in die amerikanische Folklore und dann wieder zurück zu uns gekommen ist und für uns ein ideales Instrument ist, um im barrierefreien Bereich zu arbeiten. Es reicht hier aus, einen Akkordknopf zu drücken, der dann dafür sorgt, dass alle Töne, die nicht zu dieser Harmonie gehören, weggedämpft werden und nur die akkordeigenen Töne zu hören sind. Zum Beispiel so. Das Besondere hieran ist, dass es auch von zwei Personen gespielt werden kann. Einer drückt und der andere spielt mit dem Plektrum. Dies waren Beispiele für barrierefreie Saiteninstrumente. Und als nächstes schauen wir uns an sogenannte Eintoninstrumente und Kleinpercussion.